Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Projekt Lazarus. Heute spielen wir den Aramesh. Habe ich noch nie ausprobiert. Wir werden Wiesen spielen. Wüste ist echt langweilig, da gibt es Ressourcen nur. Aber wir werden in Hypermodus, also in Schwer spielen. Und mal testen, wie weit wir mit dem neuen Mecha kommen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, liken. Könnt ihr auch kommentieren, welcher euch am meisten Spaß macht. 30, mal gucken. Steuerung, ja, ist okay. Okay, wir haben das Maschinengewehr. So, ganz wichtig ist, wir müssen so schnell wie möglich alles von hier oben, wenn wir es haben, auf Stufe 10 bekommen. Und dann noch einmal upgraden. Das gibt richtig guten Boost. Wir haben auch nur zwei Plätze oben. Das ist gar nicht so gut eigentlich. Also es macht es auf jeden Fall schwieriger im Hypermodus. Hypermodus ist auch einfach doppelt so viele Gegner, die doppelt so schnell sind. Ansonsten nichts weiter. Dadurch ist es natürlich etwas schwieriger. Oh Gott, wir brauchen für oben was anderes. Ist jetzt aber ärgerlich. Hier haben wir auch nur einen Platz. Oh Gott. Können momentan auch noch einmal neu würfeln. So, Orbitalschlag, da haben wir gleich den ersten, den wir brauchen. Das Upgrade nach Stufe 10 ist nämlich richtig gut. Das wird später sehr von Vorteil. Weil es werden später richtig viele Gegner. Dafür können wir unten vier Kanonen auswählen. Wir brauchen unbedingt Upgrade, um schneller laufen zu können. Oh, jetzt kommen die ersten großen. Und wir haben nur eine Waffe. Ist eher nicht so gut. Oh, der will mich ja wohl verarschen. Und man muss wie bei Brutatus und den ganzen anderen Outplayern echt Lootglück haben. Sonst kann man den Lauf direkt vergessen. Also es wird auf jeden Fall super schwer ohne Lootglück. Oh, ist nicht wahr. Dann müssen wir das hier nehmen. Wir brauchen unbedingt eine zweite Waffe. Oh nee. So ein Dreck müssen wir das hier nehmen. Können mich leider nicht neu würfeln. Das ist richtig teuer, das zweite Mal neu würfeln freizuschalten. Na, immerhin haben wir hier jetzt Schadenerhöhung bekommen, das ist schon mal gut. Orbitalschlag erhöhen. Also mit nur einer Waffe wird es ganz schön tricky. Ja, dann nehmen wir jetzt hier unten noch für den anderen Arm Impulsgewehr. Müssen die jetzt mal ein bisschen auf Abstand halten. Bisschen schneller. Das ist gut. Will uns oben aber auch keine Waffe geben, die sinnvoll ist. Ja, nehmen wir das hier. Hier
Impulskanone ein bisschen aufwerten. Dann nehmen wir uns... Oh nein. Wir haben jetzt zwei Impulsgewehre. Wenn man da nicht aufpasst, der steckt die manchmal hin, wo er lustig ist. Wenn man hier unten zu viele Slots hat. Man muss wirklich immer einen Slot auswählen. Hoffentlich kriegen wir die hochgelevelt. Uns aber partout das für oben nicht geben. Die sind so schnell. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Kann ja nicht sein. Also mit der Hauptwaffe will er uns aber ärgern. Ah, so ein Dreck. Oh nee. Nehmen wir einen Raketenwerfer. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir die Erfahrungspunkte einsammeln. Boah, ist nicht sein Ernst. Also heute haben wir mal gar kein Lootglück. Den anderen, den wir freigeschaltet haben, der ist richtig schwer zu steuern. Da läuft man in die vier Hauptrichtungen. Man kann ein bisschen seitwärts laufen, aber er schießt nur in Laufrichtung. Also sehr schwierig. Oh nee, was ist jetzt los hier? Maximal-Upgrades sind Stufe 10, außer die oberen beiden Hauptkanonen, nenne ich es mal. Die kann man noch upgraden Stufe 11. Wenn man sie denn jemals bekommt, die zweite. Oder überhaupt ein Upgrade. Weil leider kommt man erst, wenn man wenn man die Slots in einer Reihe belegt hat, gute Upgrades dafür wieder. Und so lang kommt eine Auswahl an Waffen. Ist nicht sein Ernst. Also von mit den Waffen bis zum Boss kommen, fraglich. Weil die halten ganz schön schon was aus. Es gibt auch nur einen Boss. So, Maschinengewehr auf 10. Ich hätte zwar für unten noch gerne den Flammenwerfer, aber der taucht ja scheinbar auch nie auf. Das kann nicht sein Ernst sein. Also, diesmal kein Lootglück. Sehr schade. Machen wir Orbitalschlag. Weil Flammenwerfer... Oh nein, das ist gar nicht gut.
Die kann man zwar besiegen, aber so, also anfangs so gut wie unmöglich. Die zu besiegen, die jetzt kreisförmig kommen. Und auf Hypermodus kommen sie nicht nur kreisförmig, was schon schlimm genug ist. Sondern da ist es. Oh, endlich. Kosmischer Wächter. Sondern es kommen zwei Stufen. Also einmal so ein komplett gefüllter Ring, der schon sehr schwer ist. Und dann hier noch so Halbkreise. Und da muss man gucken, wo der offen ist, damit man noch durchkommt. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Loot einsammeln. Bisschen schneller machen. Ich kann es euch mal zeigen, vielleicht klappt es schon. Sie sind also verwundbar und man kann sie auch ganz, also töten. Oh Gott, und die Welle hier ohne Flammenwerfer ist natürlich auch eher nicht so gut. Auch mal Schrotflinte. Oh Gott, da ist schon wieder ein Kreis von denen. Müssen wir gucken, wo der offen ist, damit wir hier rauskommen. Da kann man nämlich sehr schnell verlieren, wenn man nicht aus deren Kreis rauskommt. Wir brauchen noch mehr Sammelradius. Erstmal ein bisschen schneller machen. Weil unser Sammelradius ist momentan nicht so gut. Oh nein, schon wieder welche. Machen erstmal den Laser hier. Oh nein, da sind auch welche. Genau in die falsche Richtung gelaufen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Weil wenn die Slots belegt sind, wie gesagt, kommen wir auch nur noch die Waffen zur Auswahl, die wir auch haben. Ah, endlich. Größerer Sammelradius. So, schnell hier raus. Oh, nee. Nee. Oh, oh, nein. Oh, nein, nein. Da komme ich nicht rum. Oh, das ist jetzt aber... Also, wenn wir gar nicht rauskommen aus dem Kreis, müssen wir hoffen, dass wir sie besiegen können. Aber das, wie gesagt, am Anfang sau schwer. Die in dem Kreis zu besiegen. Oh, schnell raus aus dem Kreis. Zum Glück ist es auch schwer kein geschlossener Kreis. Also nicht immer. Ah, cool, das Loot. Ich wusste gar nicht, dass das im Normalmodus, also in dem Level hier auf Hypermodus auch ist. Oben wird gerade angezeigt, hier ist auch ein bisschen was. Averium. Und sobald man alles auf Endstufe ausgerüstet hat, bekommt man... Oh, wir haben einen Magnet eingesammelt. Der sammelt dann alles ein. Müssten wir ja vielleicht ein, zwei Level schaffen. Ja, unsere Waffe noch mal. So, Orbitalstürmer ist das nächste, das Sonderupgrade. Evolution.
Das machen wir direkt. Ich wusste anfangs auch nicht. Auf der Karte wird jetzt rechts unten, ja, das ist jetzt sehr schlecht, da sitze ich gerade vor, das Symbol für Evolution angezeigt von der Waffe. Da muss man hinlaufen. Für alle, die sich, die das auch noch nicht wussten. Und jetzt rechts oben zu sehen, hier ist ein Kreis. Oh, wir holen uns erstmal das hier. Dann muss man sich reinstellen und überleben, bis sich der Kreis komplett gefüllt hat. Und das ist ohne Flammenwerfer gar nicht so leicht. Jetzt haben die sich, der Orbitalschlag hat sich weiterentwickelt zu einem Atomangriff. So, Schrotgewehr upgraden. Und der legt die Feinde gut um, muss man sagen. Und man muss halt irgendwo auf der Karte hin. Und da erstmal hinzukommen, ohne drauf zu gehen, ist sehr schwierig. Wir müssen nur immer schön groß laufen jetzt. Nicht, dass wir wieder in so einen Kreis geraten. Das wäre gar nicht gut. Oh Gott, da hat einer überlebt. Oh, unsere Impulsgewehre schießen aber auch echt langsam. Muss man ja mal sagen. Oh, Medikit. Ja, wir machen erstmal den Reaktor, damit wir schneller die Erfahrungspunkte anziehen. Oh Gott. Müssen immer gucken, welche Waffe wir aufgerüstet haben, wegen den Seiten, auf die wir schießen. Hier, die sind noch nicht ganz hoch. Ja, wir machen uns erstmal noch ein bisschen schneller. Oh Gott, Rand. So. Kosmischer Wächter, der ist richtig cool. Lasergeschütz. Oh Gott, wir müssen hier vom Rand weg. Den aufrüsten. Rand ist eher ungesund. Manchmal wird auf der Karte auch ganz klein angezeigt, wenn irgendein Gegenstand, den man einsammeln ist, in der Nähe ist. Schön. Oh nein. Wir sind an der anderen Seite. Wir müssen wieder unbedingt wieder nach oben. An der Seite zu überleben ist super schwer. Also am Rand. Oh, Übertaktung. Damit schießen wir schneller. Zwar nur kurzzeitig, aber ist ja nicht schlimm. Ja, machen wir ruhig Schrotflinte. Aber der Wirkradius der Atomraketen ist nicht sonderlich groß. Und diese kosmischen kosmische Wächter ist sehr gut. Der schwimmt, also fliegt um uns herum. Was sehr gut ist. Einige Feinde sterben dadurch direkt bei Berührung. Andere macht da zumindest Schaden. Oh, ein Panzerkit gefunden. So, immer ein bisschen rumlaufen. Erfahrungspunkte einsammeln. Weil wir brauchen echt noch Upgrades. Ja, wir machen jetzt hier erstmal einen Raketenwerfer.
Können wir mal ein bisschen nach da laufen. Sind hier wieder ganz viele Gegner. Oh, Kristallmagnet eingesammelt. Vielleicht ist beim nächsten Upgrade gleich Evolution für kosmischer Wächter. Richtig geil. Rechts oben. Wenn wir direkt hinlaufen. Laserblaster Upgrade auf 10. Also wir nähern uns dem Ende. Der Boss taucht, also es gibt einen Boss, der taucht dann halt einfach auf. Nicht zu übersehen, er ist riesig. Nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ein Kreis. Ein Kreis ist gar nicht gut. Wir könnten jetzt zwar durchschießen, das dauert aber ganz schön. Aber es scheint uns nichts anderes übrig zu bleiben. Wir müssen da durch. Oh Gott, sterb doch endlich. Wenn sie noch gut weit auseinander stehen, reicht auch, wenn man einfach einen von denen tötet. Dann kommt man ja durch. Nur es dauert wirklich sehr lange. Oh nee. Jetzt will er uns aber auch ernsthaft davon abhalten, dass wir da hinkommen, ne? Ach, guck mal, wir können draußen dran vorbeilaufen. Da rechts war schon wieder einer. Ich hoffe nicht wieder ein Halbkreis. Oh Gott, jetzt müssen wir überleben. Und hoffen, dass die in dem Halbkreis nicht kommen. Ha, abgegradet. Geil. Jetzt ist etwas problematisch. Jetzt kommt bestimmt gleich der Endboss. Da wenn man... Also bis jetzt hatte ich so... Wenn die Großen kommen, kommt bald der Endboss. Oh ja, sterbt doch halt. Oh Gott, wie viel die aushalten. Aber diese kosmischen Wächter, die sind richtig gut. So, höherer Einsammelradius. Jetzt können wir um den Kreis rumlaufen und einfach alles töten. Hä? Was ist jetzt passiert? Oh Gott, ich bin gegen so einen Gegner gelaufen. Scheiße. Nein, kurz vorm Endboss. Naja. Werden wir direkt nochmal probieren, wa? So. Der startet mit Maschinengewehr. Das ist echt super. Machen wir das auf Endstufe? Schade ist, dass der Plammenwerfer nicht vorgeschlagen wurde am Anfang. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen schon die Sachen, die wichtig sind, abgegradet. Ja, Tesla-Spul ist natürlich auch geil, aber der hat echt nur zwei Slots. Das ist gar nicht so gut. Wir machen mal einmal neue Würfeln, falls wir das brauchen. Und wie ihr seht, das kostet so abartig viel. Hier kostet das schon 25.000 nur für die erste Stufe. So. Direkt mit ganz schnell starten. Muss auch nicht sein. Ja, wir machen mal die beiden hier, mit denen spielen wir. So. Nehmen wir jetzt mal hier, das ist der, der sich so super schlecht steuern lässt und echt nur in eine Richtung schießt. Ha. Also mit dem habe ich es schon geschafft. Dann werden wir es mal mit dem probieren. Auf Hypermodus. Wie cool die das sagen. Hyper, hyper, hyper. So. Hier können wir jetzt wenigstens am Anfang die Gegner auch überfahren. Und es ist richtig gut, dass am Anfang doppelt so viele Gegner kommen. Ja. Oh nein. Oh nein. Der hat nur eine Hauptwaffe. Oh scheiße. Oh,
nee. Da, kosmischer Wächter. Wenn nur eine, dann nehmen wir die. Weil, wie gesagt, wir müssen den selber fahren. Also in eine Richtung fahren, in die andere schießen. Gar nicht so einfach. So. Eine Sekundärwaffe. Das Fahrwerk wieder drehen. Boah, ist gar nicht so einfach zu steuern, das Ding. Nö, oh nö, fahr doch da lang. So, wir machen uns schnell. Ah, oh, warte. Also wir haben zwei Plätze. Schnell und stärker oder schnell und mehr Radius. Ne, wir nehmen wohl Maschinengewehr. Hier nehmen wir dann mehr Einsammelradius und stärker. Geschwindigkeit ist jetzt dann halt egal. So. Weil das Einzusammeln ist natürlich sehr wichtig. Ach, der will mich doch verarschen, oder? Sechs kleine Nebenwaffen? So. Die geben grüne Kristalle, die sind ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, also nicht sonderlich viel jetzt, aber immerhin. So, den aufwerten. Mit dem Maschinengewehr kann man auch echt gut zielen. Ach, und wenn wir Leute überfahren hier, kommen wir auch Panzerung rechts unten. Nur irgendwann lassen die sich halt partout nicht mehr überfahren. Da mehr Schaden. Brauchen wir noch mehr Einsammelradius, das wäre echt super. Und mit Gift habe ich auch noch nicht gespielt. Gucken, ob das überhaupt was bringt. Scheinbar machen wir ja Giftwolken hinter uns. So, schneller ist jetzt gar nicht gut. Und das hier nimmt auch einen Platz weg, das ist auch nicht gut. Stellen wir ein bisschen Panzerung her. Gucken, können wir die noch überfahren? Ja. Mehr Schaden. Immer alles schön einsammeln. Da-da-da. Den ab. Nein. Habt ihr gesehen? Der wollte hier den jetzt hinbauen. War sechs von denen schön und gut, aber höhere Stufe ist besser. Aber ey, heute läuft gar nicht mit Loot Glück, wa? Cool wäre. Da wir ja nur eine Hauptwaffe haben, schlägt er jetzt auch nichts anderes vor, sondern nur das Upgrade dafür, wenn es kommt. Das heißt, wir wären relativ schnell auf Stufe 10 und könnten die Evolution einleiten. Das wäre echt gut. So früh Stufe 11 sozusagen bekommen, wäre echt gut. Dann ist das mit der Waffenauswahl ja gar nicht so schlimm. Da sind fliegende Feinde eben gewesen, ganz schwer zu sehen. Waren nämlich relativ weit weg. So. Laserblaster. Da sind sie. Gucken, ob wir sie alle erwischen. Wohl echt gut, dann sterben die hier an einem Haufen. Und wir kriegen den ganzen Loot.
So, mehr Schaden. Kann nie verkehrt sein. Das Spiel ist richtig gut gemacht. Auch gut schwierig gehalten an der einen oder anderen Stelle, je nachdem welchen Roboter man nimmt. Wie viel Lootglück man hat. Also wenn das Lootglück nicht auf einer Seite, auf eurer Seite ist, kann das sehr hart werden. Wie man ja eben gesehen hat, wir sind einfach draufgegangen. Weil wir versehentlich einen... Oh, ich fahre schon wieder in irgendeine andere Richtung. Weil wir versehentlich einen von denen berührt haben. Von den super gepanzerten. Die sind nämlich nicht nur super gepanzert, wenn man sie berührt. Machen die halt auch extrem viel Schaden. 9. So. Noch 2 Stufen. Kann man sich wenigstens ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Ich habe jetzt gedacht, wir machen erst die eine Seite der Waffen komplett auf Stufe 10. Und dann fangen wir erst mit der anderen an. Weil wir brauchen starke Waffen. Viel ist zwar auch gut, aber stark ist besser. So. Nächstes Evolution müsste eigentlich direkt danach auch zur Auswahl stehen. Das war bis jetzt meistens so, dass man das direkt beim nächsten Level abbekommt. Und da nicht ewig drauf warten muss. Und da hier gut Erfahrungspunkte rumliegen. Oh, da sind sogar grüne. Ja, jetzt wo ich sage, kommst du natürlich nicht, oder was? Ja, überspringen wir halt. Mir egal. Weil neu würfeln, wer weiß, was wir da wieder für einen Scheiß bekommen. Und wir haben nur noch einmal neu würfeln. Aber wir haben auch noch nicht den Flammenwerfer vorgeschlagen bekommen. Oh Gott. Evolution direkt hinter. Wo ist es? Links oben. Oh Gott, halten die großen viel aus. Na gut, wir müssen sind jetzt halt ein bisschen langsam. Weil wir ja... Oh Gott, da ist noch einer. Nicht auf Tempo gegangen sind, weil uns die Slots fehlen. Dadurch wird das Spiel auch immer noch beeinträchtigt. Da ist irgendein Loot. Oh, Magnet wäre gut. Ah, ist nur Caverium. Also die Währung zum Upgraden. Das ist jetzt aber eher so ungut, dass diese Dicken so viel aushalten. Was ist das da? Auch Caverium. Oh Gott. Wir müssen in den Kreis da. Ah, Raketenwerfer. Oh. Oh nee, da kommen schon wieder diese Runden. Ich kann abkotzen. Und mit dem Ding hier ausweichen, ist eine Kunst für sich. Oh nee. Jo, das hat sich, glaube ich, gleich erledigt. Da komme ich im Leben nicht mehr durch. Oh nein. Ja, wollen wir nicht, Mensch, Skinners. Ja, das hier. Oh nee, schon wieder welche. Es kann nicht sein. Und wir sind zu langsam. Oh Gott, viel zu langsam. Nö, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Oh oh. Da. Ha! Umrundet. Also rumrum gefahren. Die sind echt nicht mein Freund, die Dinger. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder gegen so einen fahre. Aber Flammenwerfer will er uns echt nicht vorschlagen, wa? Da sind schon wieder so viele. Shit, da war ein Magnet zum besser einsaugen. Oh nee. Jetzt ist es wieder ein ganzer Kreis. Ist zwar nicht wahr.
Ja, kommen wir da raus, kommen wir da raus, kommen wir da raus, kommen wir da raus. Oh Gott. Gleich mausetot. Also jetzt wäre ein Upgrade irgendwie schön. Oh nee, da sind ja schon wieder welche. Ach, sie sind tot umgefallen. Ein paar von denen zumindest. Oh nee, wir brauchen irgendwie Heilung. Oh, die gehen mir ja auf den Nerven. Oh nein. Also irgendwie sind das mehr als letzte Runde. Oh nee. Nee. Das ist aber gar nicht gut. Alle tot diesmal? Nein, da leben schon wieder welche. Oh nee, fahr doch mal in die Richtung, in die ich will. Bisschen mehr Gift. Oh nee, schon wieder welche. Oh, was ist denn hier los? Oh, los, sterb doch, ey. Alter, die halten so abartig viel aus. Da, endlich. Oh. Ich weiß, da liegt jetzt sehr viel Loot, aber ich will erstmal gucken, vielleicht ist hier oben das ein Magnet. Ah, oh, nee, das ist schon wieder nur die Währung, ne? Direkt wieder nach unten fahren. Zu dem ganzen Loot. Da ist ein roter. Cool, wir haben schon wieder einen größeren gekillt, den wir eben nicht mal gesehen haben. Es gibt nämlich noch schwarze Viecher. Die haben, weiß nicht, so wie der Predator, so Rückententakel oder was auch immer. Die geben rote Kristalle. Echt gut. Aber die töten einen halt auch fast sofort. Ja, wir könnten ja mal ein bisschen Leben wieder regenerieren. So, wir warten jetzt erstmal, bis das wieder so ein Kreis kommt, erstmal zu irgendeiner Seite fahren. Einfach mal ein bisschen rumfahren. Oh, da steht zum Beispiel was. Kaverium, war ja klar. Schrotflinte auf Level. Oh, Raketenwerfer lieber auf 10. So. Mal gucken, ob wir einen von den großen Gegnern zu Gesicht bekommen. Oder ob wir vorher drauf gehen. So, Rand. Können wir mal ein bisschen nach unten fahren. Einmal ein bisschen einsammeln. Erstmal die Gaskartusche ein bisschen aufwerten. Ja, Alter, so Magneten will er uns heute jetzt in der Runde nicht geben, oder wie? Boah, wo zum Henker schießt eigentlich das komische Lasergeschütz hin? Der schießt die ganze Zeit zur Seite. Mir jetzt erst aufgefallen. Der schießt die ganze Zeit runter zu uns. Oh, da ist was. Vielleicht ist das ein Magnet. Nein. Und der kosmische Wächter, der hält halt super gut diese kleinen ab. Gegen die großen hat er keine Chance, aber naja. Oh, gib uns doch mal einen Magneten.
So. Welches Level sind wir? 40, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Boss ab einem bestimmten... Oh Gott. Ab einem bestimmten Level kommt. Wir sollten mal vielleicht ein bisschen auch zur Seite schießen. Oder ob der einfach... Da war irgendwas. Ein Magnet. Oh Gott, jetzt wo wir fast drauf gehen aus. Oh, jetzt alles aufwerten hier. Hm. Raketenwerfer für die Seite? Jo. So. Also gerade viel gebracht hat der Magnet jetzt ja nicht, ne? Da ist ein Medikit. Übertaktung, das ist gut. Maschinengewehr auf 10. Also wir haben nicht gerade viele Waffen auf 10. Aber es lohnt sich wirklich, auch die Karte mal ein bisschen abzufahren. Panzerplattenkit. Ah, hier Fehler im Ladesystem der Monster, aber naja. Oh nein, die halten wieder mehr aus. Da ist ein roter Kristall. Wer weiß, ob wir da hinkommen. Und die Seite noch ein Laserblaster. Ey, wir machen erstmal ein bisschen den Magnet. Das Doofe ist, wenn die wieder den Schaden absorbieren, also stärker sind als wir Schaden machen. Das ist nicht so gut. So. Und stehen bleiben ist so gar nicht die Option. Habe ich schon mal probiert. Hier an der Wand, dass nicht von allen Seiten Gegnern kommen können. Ist nicht so praktikabel. Aber das kommt dann da wahrscheinlich auch wieder drauf an, welche Waffen wir haben und wie weit ausgerüstet. Medikit. Da ist wieder ein bisschen Währung. Da ist ein Magnet. Wird zumindest oben in der Mitte angezeigt. Oh Gott, jetzt sammeln wir mal ein bisschen ein hier. Der letzte Kristallmagnet, den wir gewonnen haben, der hat ja nicht gerade viel gebracht. Oh nein, 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 nein. Oh nein, wo kommen die schon wieder her? Ja, fällt doch halt tot um, ey. Oh Gott, das sind so viele. Da lag ein Magnet. Nein, da sind schon wieder welche. Oh, nein, 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 nein. Drehen, 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 drehen. Oh nee, schon wieder. Oh, die sind aber auch nervig, diese Viecher. Erst nochmal Gas hier hoch. Wie gesagt, lieber die Waffen gut hochbringen. So, das hier. Und der Magnet ist auch sehr wichtig zum Ende hin, weil da wird man sich nicht mehr viel bewegen können. Und da dann alles einsammeln, ist echt gut. So, jetzt, dann wird auch nicht wieder vorgeschlagen, der Magnet. Oh nein, da sind schon wieder die im Kreis laufen.
Aber wir flüchten mal nach links. Gucken, die da auch sind. Ja, ich würde sagen, wir nehmen eine Laserkanone hier. Und Laserblaster auch für die Seite. Und der ist direkt Level 6, weil wir das uns ja freigeschaltet haben. Ja, könnten die halt mal sterben. Ist aber nicht wahr jetzt. Oh nee. Also irgendwie kommen wir mit dem nicht bis zum Endboss. Ich weiß auch nicht. Och nee. Wo ist denn hier der Ausgang? Da ist nur eine Reihe. Oh Gott, ich habe mich gedreht. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir gerade fahren. Nein. Oh Gott. Boah, ich sehe diese Panzerviecher aber auch überhaupt nicht. Boah, da sind schon wieder welche. Da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Fahr schneller. Schneller, 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 schneller. Oh, wir sind durch. Jetzt schön hier lang fahren. Und bloß nicht stehen bleiben für irgendwas. Diese Gepanzerten, die sind richtig brutal. So, wir nehmen das hier mit. Oh nein, schon wieder. Ist doch nicht deren Ernst. So, drumherum fahren. Turm Nummer Stufe 7. Stufe 8. Der Turm ist echt nicht so gut. Der stellt ja... Wie gesagt, einfach, wie es schon heißt, ab und zu irgendwo einen Turm hin. Warum kommen denn keine Gegner von vorne? Die halten schon wieder ganz viel aus. Das ist eher ungesund. Also für uns. Diese lilanen da, die halten echt was aus. Oh Gott, da war schon wieder einer. Jetzt haben wir alles ausgebaut. Jetzt können wir immer gucken, was brauchen wir gerade? Panzerung, Leben. Oder man kann jetzt hier die ganze Zeit... schön Geld zum Aufwerten sich aussuchen. Aber ich frage mich echt, wo ist der Boss? Bis jetzt hatte ich jedes Mal einen. Und, ah gut, es kann sein, dass er später kommt. Wir haben ja schon viele Waffen freigeschaltet auf eine hohe Stufe und haben Laserblaster zum Beispiel gleich direkt Stufe 4 oder 6 bekommen. Da hat uns das ja jetzt weniger Upgrades gekostet. Sollen wir einfach mal gucken. Irgendwann wird er auftauchen. Also es gibt auf jeden Fall einen. Der ist auch nicht ohne. Aber solange wir gut vorankommen, ist das jetzt ja noch nicht so das Problem. Und da wir noch Upgrades brauchen, immer das Geld mitnehmen.
So, wir fahren jetzt mal am Rand wieder ein bisschen lang. Wir müssen immer nur auf die Gepanzerten aufpassen. Die töten uns immer noch. Stein. Kommt der denn her? So. Oh, da ist was zum Einsammeln. Ist Teilmagnet XT. Ja, sammel ein. Oh nein, da sind die Gepanzerten. Ich wusste es. Nö. Schnell in irgendeine Richtung fahren. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh. Oh, oh. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Sie haben uns umzingelt. Die sterben nicht. Ist nicht wahr. Die sind gestorben. Kommen wir irgendwo raus. Wir dürfen echt keinen von denen berühren. Oh nee. Er stirbt halt, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich kam bis... der Bestwert war Level 121. Den ich kam. Gab es aber auch den Erfolg für Stufe 120 nicht. Keine Ahnung warum. Oh Mann. Da kommen jetzt die superschweren Gegner. Oh Gott. Wir nehmen unbedingt Panzerung. Ich weiß nämlich nicht, ob wir mit dem Equipment jetzt die besiegen können. So einfach. Die sind sie mal echt hartnäckig, die Typen. Die machen uns nämlich... Ja. Oh nein, da war wieder eine Reihe von den Gepanzerten. Oh nee. Also Level 79 und der Boss kam immer noch nicht. Aber vielleicht haben wir was zum Ausgeben. Zum Aufwerten. Gucken. 23.000. Ja gut, wären hier diese Superwaffen. So. Ha. Huh. Könnten ja... Die Kanone... Neue Würfeln unbedingt. Haben wir oben irgendwas? Der Chemietank, ich weiß nicht mehr, ob der überhaupt Schaden gemacht hat. Schrotflinte. So. Das hier, den Magneten. Und neu würfeln. Überspringen nehmen wir auch nochmal mit. So, leer gekauft. Oh, wir können den Turm, der eigentlich scheiße ist zum Spielen, auch aufwerten. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Ihr habt gesehen jetzt den Hypermodus. Ein bisschen schwieriger halt, die doppelte Menge an Gegner, doppelt so schnell. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann Hypermodus mit dem hier noch an. Und dann auch, je nachdem wie weit wir kommen, ob wir es diesmal schaffen dann, gucken wir uns auch noch das Wüstenlevel an. Zeige ich euch dann. Aber da gibt es echt nur von diesen Boxen, die überall rumstehen, super viele. Also keine Ahnung, so richtig Spaß macht Wüstenlevel nicht. Wie besser, ich zeige euch erstmal, versuche ich euch den Boss zu zeigen. Im Hypermodus natürlich, weil jetzt dauert das alles so lange. Und dann danke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, liken nicht vergessen. Bis dann.